Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video. Ja, heute, Manuel, was machen wir? Wir nehmen uns heute mal was unter Lupe, nämlich machen wir ein Review von dem neuen Battletome Gloomspite Gits. Goblins, Gobboss. Ganz neu rausgekommen diese Woche und nächste Woche, die zweite Welle. Aber heute ist das Battletome verfügbar. Man kann es auch heute kaufen. Das sagen wir mal seit gestern. Ja. Heute ist der Sonntag schon. Sonntag, wir geben hier 7 Tage Vollgas in den Laden natürlich. Um euch natürlich die ganzen und neuesten Age of Sigmar Sachen zu präsentieren und 40k und sonstigen Kram. Ja. Und wir wollen heute einfach mal genau diese neue Fraktion, es ist ja letztendlich nicht, weil die Goblins oder die Moonclans gab es schon vorher, die Goblins waren immer so ein bisschen gesplittet mit den Spiderfangs und Moonclan und Giftmob-Crits oder so, Grots. Ja. 1000 verschiedene Varianten und den Trollen und weiß ich was. Das haben die jetzt ganz gut gemacht, wie man es bei Age of Sigmar schon kennt. Haben die einen Battletome zusammengepackt, dass man endlich die Goblins als eine Fraktion spielen kann. So analog, wie es bei den Beasts of Chaos beispielsweise waren. Die ganze Unterfraktion gepackt, ein Buch rausgebracht mit einer Treuefähigkeit. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Ne? Da kommen wir heute gleich zu. Und das erklären wir gleich mal ein bisschen genauer, weil wir wollen heute mal ein Review machen, aber nicht so, was ihr vielleicht schon aus anderen Videos kennt. So, keine Ahnung, hier so sieht das Buch aus, man findet das und das und die Geschichte und hier und da. Wir wollen heute mal reingehen, Fakten ja. Und uns mal richtig die Einheiten angucken, über Taktiken sprechen und einfach mal schauen, so, was eigentlich an coolen Sachen bei dem Buch möglich ist. Mario hat sich gut vorbereitet. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ja. Gestern auf der Fahrt, wir waren auf dem Turnier und auf der Fahrt habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Welches Turnier war dir? In St. Augustin waren wir gestern, ja. Teamturnier. Kommen wir noch im Buschfunk dazu. Genau, den machen wir dann noch hinterher. Aber dafür wird es nicht gehen, sondern wir gucken uns die Goblins an und wollen mal schauen, was einfach so das neue Spielziel und vor allem auch die Möglichkeiten, die das Battletome bietet, so darstellen. Genau. Die werden viel richtig Spaß. Lustig. Die werden lustig und wir wollen das genau mit euch unter die Lupe nehmen und uns anschauen, was es gibt. Ja. Viel Spaß! Los geht's mit unserer Reihe. Goblins, Gloomspite Gits. Wir wollen damit zunächst mal ein bisschen, wie gesagt, euch nicht mehr die Theorie, nicht die Geschichte sowas näher bringen, sondern uns einfach, wir haben uns mal ein bisschen zu den verschiedenen Einheiten, die gerade neu auferlegt wurden oder beziehungsweise die War Scrolls geändert wurden, dass wir da einfach mal ein bisschen mehr drauf eingehen und auch mal exemplarisch mal coole Kombinationen raussuchen, wie die Treuefähigkeit genau funktioniert und auch mal ein paar Items oder von mir aus Common Trades, Generalsfähigkeiten raussuchen, die ziemlich stark aussehen, einfach mal ein bisschen in die Lupe nehmen und mal aufzeigen, was da so gibt. Eine vollen Analyse machen wir vielleicht nochmal dazu, aber jetzt geht es erstmal das Battletome und die Lupe zu nehmen, zu gucken, was ist alles neu und was gibt es jetzt alles bei den Goblins. Manuel dabei Right. wird uns ein bisschen hier durchmoderieren und gucken, jo. Wie wir das alles angehen und auf los geht's los. Alles klar, wir fangen an mit der Treuefähigkeit, den Common Trait, also die Kampfeigenschaft der Goblins. Genau. Und zwar geht es, du kannst ja nochmal ganz kurz den Mond zeigen, wir erklären euch jetzt mal kurz diesen Mond, du kannst ja mal drauf zeigen, wenn du möchtest. Genau, also es gibt nicht einen Mond, sondern es gibt, wie ihr seht, 4 verschiedene und zwar ist das davon abhängig. Ihr könnt am Anfang des Spiels in der ersten Schlachtrunde festlegen, an welcher Ecke der Mond platziert wird. Und der startet dann theoretisch in einer dieser Ecken und der bewegt sich während des Spiels in dieser Diagonalen zu einer anderen Ecke. Also gibt es 4 Möglichkeiten, dass der Mond so, so, so oder so gehen kann. Wichtig ist dabei, immer wenn eine neue Spielrunde, Schlachtrunde anfängt, dass bewegt sich der Mond weiter und dann müsst ihr einen Würfel werfen. Bei einer 1 verharrt ihr auf seiner Position, beispielsweise hier, bleibt ihr in der Ecke, dann passiert leider gar nichts. Auf einer 2 bis 5 würde sich in der Mitte des Vierecks bewegen, das heißt auf dieser Position, wo der Mond sich gerade befindet, je nachdem wie das Schlachtfeld halt aufgebaut ist von eurer Größe auf den normalen Maßstab, dann genau immer in diesen 4 Quadranten in die Mitte. Wenn du eine 6 würfelst oder wenn ihr eine 6 würfelt, würde sich direkt 2 Felder bewegen, das heißt er würde direkt in die Mitte springen. Wichtig ist, das Spielfeld wird ja in diese 4 Vierecke unterteilt und wenn der Mond sich in einem Viereck befindet, ist dieses ganze Viereck von gewissen Fähigkeiten besprochen, auf die gehen wir gleich ein. Aber das bedeutet, dass dieses ganze Feld, wo alle Einheiten drin stehen, sind von dem Mond betroffen. Bewegt er sich in die Mitte, ist das ganze Spielfeld betroffen. Das heißt, die besondere Fähigkeit dann eben oder das Glück des Goblin-Spielers, dass dann eben alle Einheiten von der Fähigkeit betroffen sind, beim nächsten Mal würde er wieder ein Feld weitergehen. Das heißt, wenn du dreimal sich ein Feld bewegt, würde der Mond einmal hierhin gehen, in der zweiten Runde, in der dritten hierhin und in der vierten Runde dahin. Weil es auf der letzten ist, verschwindet er auch wieder vom Spielfeld. Das heißt, dass alle Fähigkeiten bzw. alle Boni, die er gewährt, verschwunden sind.
Wichtig ist dabei, wenn auch ihr mit zwei Goblin-Spieler spielt, gibt es nur einen Mond. Das heißt, es wird am Anfang gewürfelt und wer höher würfelt, darf entscheiden, an welche Ecke der Mond platziert wird. Das ist nochmal wichtig dazu zu sagen. Was aber der Mond bringt, wenn er sich beispielsweise in eins dieser Vierecke befinden, Manuel, was hat man davon für Vorteile? Jetzt kommt. Lieber Scholli, die haben ganz schön was da, kriegen die ganz schöne Bonis. Und zwar fängt das an, die Einheiten dürfen rennen und chargen. Dann der General, wenn er in diesem Feld steht, kriegt einen zusätzlichen Command Point. Genau, Rennen und Chargen dürfen allerdings, das wird ein bisschen auf diese auf die Einheiten runtergebrochen, das dürfen beispielsweise die ganzen Squigs, die alle das Keyword Squigs haben, die dürfen alle rennen und chargen, die sich in diesem Viereck befinden. Jo. Dann die Zauberer kriegen plus einen auf Cast und Bann und der Gegner kriegt minus einen Cast auf Bann. Minus eins auf Cast und jo. Minus eins auf Bann, glaube ich. Ja. Genau. Und du kannst ja mal kurz an, du darfst ja eine Einheit wählen, wenn die kriegt ja D3 tödliche, wenn sie weniger sind, dass du geworfen hast. Ne? Alle feindlichen Einheiten, die sich in diesem Viereck befinden. Alle feindlichen Einheiten, die sich in diesem Viereck befinden, muss man einen Würfel werfen und wirft man gleich oder niedriger als die Anzahl der Modelle, die aus die Einheit die besteht, dann bekommen die eine Einheit. Ja, sorry, eine feindliche nun. Entschuldigung. Und das wäre sonst noch heftig. Ja, das wäre ein bisschen zu heftig. Du hast eine Einheit wählen, okay, und die, auf die würfelt man einen Würfel und wenn der Wurf gleich oder kleiner der Anzahl ist, der Modellen, die in der Einheit ist, dann bekommt die D3 tödliche. Ja. Aber das heißt, das könnte man dann auch also in diesem Viereck, in dem es bewegt, in die Mitte, dann kann man es nochmal machen und wenn es theoretisch noch ein Feld weitergeht, kann man dann theoretisch dreimal sich eine Einheit aussuchen, auf die es machen kann, genau. Richtig, dann dürfen alle Munkern-Fruits Trefferwürfe von 1 wiederholen. Sehr stark. Ja, das betrifft Nahkampf und Fernkampf. Genau. Spielt man Spinnen, gehen die das Poison, das Gift, braucht schon auf die 5 mit den tödlichen Wunden. Genau. Das war früher, ich glaube, von einem Held, der auf der Spinne war, die Fähigkeit, die Befehlsfähigkeit. Und das haben sie jetzt da reingebaut und denen haben sie was anderes gegeben. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber sehr gut, ne? Weil die machen auch beim Hitwurf von der 6, glaube ich, eine tödliche. Richtig. Und das machen sie jetzt eben schon auf die 5, wenn man dann 10 Würfel hat oder 20 Würfel hat, je nachdem, die haben teilweise sehr viele Attacken. Dann hakelt es tödlich. Dann raucht es. Genau, aber zu den Spinnen kommen wir nachher nochmal ein bisschen weiter. Trolle kannst du mal kurz erklären. Genau, es gibt jetzt dieses neue Keyword, Trogot. Das sind alle Troll-Einheiten in dem Spiel. Und die haben alle Regenerationsfähigkeiten. Da können die am Anfang in der Heldenphase können die sich selber heilen, regenerieren, wie man Regeneration so kennt. Und das testet man einfach auf die 4+. Wenn man beispielsweise bei den Standard-Trollen ist es auf die 4+. Und die heilen sich dann um D3. Wenn die aber von dem Mond betroffen sind, das heißt, wenn die im richtigen Feld stehen, dann dürfen die den Wurf entweder wiederholen, beispielsweise wenn sie die 4+ nicht geschafft haben, dann würfeln 2, darf man es selber probieren. Falls man aber direkt geschafft hat, dann kriegt man auch einen Bonus, weil dann verdoppelt sich einfach der Regenerationswert. Das heißt, schafft man den Wurf nicht, darf man den Wurf wiederholen, kriegt aber die D3 Heal, den man bekommen kann, um zu regenerieren. Schafft man den Wurf beim ersten Mal, darf man den Wert verdoppeln, den man regeneriert. Eine 4, dann wird beispielsweise eine 4 draus. Außer 2 wird eine 4 draus. Ja, sehr stark. Muss man wirklich sagen, also das sind mächtige Bonis. Vor allem, wenn das Ding in der Mitte steht. Wenn das Ding in der Mitte steht, dann rumpelt es richtig, weil ja. Dann ist das ganze Spielfeld betroffen. Das heißt, dass alle eure Figuren, alle eure Einheiten genau von diesen Fähigkeiten, egal wo sie am Spielfeld sind, betroffen sind. Das ist nicht schlecht. Da muss man auch mal Lob sagen, das ist was Neues. Ja. Hut ab, Games Workshop, für die kreative Idee, über das Spielfeld so aufzuteilen, durch diesen Mond da platzieren zu lassen. Da kann man sich so einen kleinen Marker einfach nehmen, immer kennzeichnen, wo der ist. Weil der eigentlich ja von oben so auf das Spielfeld scheint, ist mal eine ganz neue Mechanik. Also ja, richtig schön. Schön gemacht. Ja, kommen wir mal zum nächsten. Das nächste Thema, Manuel, ist was? Skragrot Velunking. Wir gehen jetzt auf die Einheitenprofile ein bisschen ein, und zwar auf die, die eben neu sind. Richtig. Das ist Skragrot, der Velunking. Das ist der neue, namhafte Goblin-Zauberer. Also das ist auf jeden Fall der Kopf der Armee. Ist der Kopf, ja. Muss man wirklich sagen, wenn man Moonclans spielt, reine Goblins, ist der Must-Have. Ich muss nochmal Schleichwerbung machen, weil ich immer diese Karten liebe. Für alle Leute, die auch gerne mit Apps spielen oder mit Büchern spielen. Diese Karten, wo die War Scrolls so drin sind, verstehen alle Fähigkeiten aus, kann man immer die die Einheitenprofile mitnehmen, die man gerade so spielt, also boot ab. Skrakor der Loonking, was gibt's zu ihm zu sagen, Mario? Genau, also er kann auf jeden Fall 2 Zauber. Er hat 6 Leben, 5+ Save. Das hört sich ein bisschen kritisch an, wenn man denkt, der fällt schnell um. Glaube ich nicht, weil er hat auch nochmal einen extra 4er Retter auf Mortal und normale Wounds. Ja. Und der bringt auch mal was ganz Neues mit rein. Und zwar kann er, wenn er den einen Zauber, seinen Hauszauber macht, auf die 10+, wenn er den schafft,
Und der Gegner, der Held zum Beispiel, hat ein Artefakt, dann ist das Artefakt zerstört. Genau. Was ganz Neues, gab es noch gar nicht. Bezieht sich aber nur auf magische Artefakte, nicht auf Generals Eigenschaften. Nee, Artefakte Power. Genau. Also, macht genau, alle, die man zusätzlich ausgewählt hat, die werden dadurch weggenommen. Sehr, sehr stark. Tja, das gab es noch nicht. Das kann richtig Spannung reinbringen ins Spiel. Und er bekommt auch nochmal plus 1 auf Zauber- und Bannwürfe. Überlegt man jetzt, befindet er sich in dem Mond, bekommt er plus 2 auf beides. Also ja. Der schafft dann alle Zauber um 2 besser und bannt auch um 2 besser. Ne? Der kann auch 2 bannen. Das ja. Ist. Was man auf jeden Fall sagen, warum ist er der Kopf? Das kann man sagen, weil seine Befehlsfähigkeit, da muss er der General sein. Und die Befehlsfähigkeit kannst du den Mond steuern. Genau. Du kannst sagen, er soll sich nicht bewegen, er soll sich ein bewegen oder zwei bewegen. Das geht zwar nur einmal pro Spiel, aber du kannst es. Du kannst den Mond ja wieder zurücksteuern, quasi, so dass er nicht weggeht. Genau. Zurücklaufen lassen nicht, aber. Ah, nee, das geht nicht. Okay. Aber du kannst sagen, dass er sich nicht bewegt, wenn er zum Beispiel in der Mitte ist, und das ist schon. Genau. Das ist halt wichtig. Man kann gerade überlegen, wenn man jetzt in der zweiten oder dritten Runde ist, da wo sich ungefähr der Mond auch im Spielfeld befindet, was ja auch bei Age of Sigmar meistens noch die wichtigsten Runden sind, 2 und 3, ja. Weil da knattert es meistens richtig. Am heftigsten. Da kann eben der Goblin-General eben eingreifen. Da kann er jetzt sagen, der Mond soll sich bewegen. Oder, falls er sich immer noch, Pecher aus unglücklicher Weise, befindet sich noch in der Ecke, dann kann er gleich sagen, geh schnell 2 nach vorne, weil ich brauche dich jetzt über das ganze Spielfeld. Ne? Ja. Dann kann er dich genau in die Mitte katapultieren und eben den Effekt über das ganze Spielfeld holen. Was natürlich nicht geht, was ihr Manuel schon angedeutet habt, zurückziehen. Das heißt, hat man schon Pech gehabt und man hat beispielsweise einmal eine 2 gewürfelt und einmal eine 6, weil hat er sich schon 3 Felder bewegt. Dann befindet er sich theoretisch auf der anderen Seite. Ja. Dann kann man nicht mehr in die Mitte zurückholen. Aber das ist halt dieser schöne Glücksfaktor, der jetzt bei den Goblins ganz groß geschrieben wird. Richtig, aber ich glaube, ich würde die Befehlsfähigkeit nehmen, dass ich ihn so polen komme, dass er in die Mitte kommt, in der richtigen Schlachtrunde. Ja. Würde ich jetzt so mal behaupten. Als nächstes hat er auf die 4+, in der Heldenphase, kriegt er D3 deiner Armee Kommandopoints dazu. Auch was Super, Neues. Komplett neu. Nighthound hat das mit dem Clown, das war schon einmalig. Die haben Clown, da kannst du von deinem Feind einen Command Point klauen. Ja, also Clown. Der hier generiert einfach W3, nicht ein, ne? W3. Das heißt, wenn du Glück hast, kannst du maximal in einer Runde dann 4 Command Points bekommen. Ja, und es gibt ja noch den Fungold-Schamane, der letztes Jahr im Februar rausgekommen ist. Da gibt's, der hat auch eine Fähigkeit auf die 4+, dass du einen zusätzlichen Command Point bekommst. Wenn du da Kombi spielst, dann hast du ordentlich Command Points. Dann geht's los, dann rappelt's. Aber man muss auch wirklich sagen, die brauchen die auch, weil die haben den Bravery jetzt nicht ganz so hoch. Es gibt gewisse Sachen, wie man Kampfschock-Test vermeiden kann, da kommen wir später zu, aber dadurch kannst du ja immer sagen, Kampfschock, muss keinen Kampfschock machen mit den Command Points, weil du ja 4-5 Stück dann hast quasi. Genau. Manchmal denken wir nicht so ein bisschen dran, dass Command Points auch nicht nur die Befehlsfähigkeit wichtig sind, sondern auch die normalen Sachen, die alle theoretisch verfügbar sind, wie Battleshock-Tests ignorieren und so weiter, was gerade bei Goblin sehr wichtig ist. Rennen ist ein richtig geiles Schlagwort, weil viele Figuren oder Armeen oder Einheiten können jetzt rennen und chargen. Und wenn man dadurch bei den Squeaks beispielsweise schon Rennen automatisch 6 gibt, das kann man, wenn der Held innerhalb von 6 Zoll ist, glaube ich. Ja. Oder General 12. Oder General 12. Ne? Dann kann man den Squeaks schon direkt ein 6er Rennen geben, plus ihren 3D6 Move. Und dann können die noch chargen. Ja, die sind sehr, sehr schnell. Und wenn da noch der Mond ist, rennen und chargen halt, ne? Die sind schnell einmal über die ganze Karte gehoppelt, die Jungs. Ja. Nicht zu vergessen, als letztes noch die Fähigkeit von Skragoth, eine der geilsten Fähigkeiten überhaupt, hat eine Fernkampfattacke, die geht 28 Zoll, noch nie vorher gesehen, das sind 6 Attacken auf die 3, auf die 3, Rent minus 1, 1 Schaden, ist nicht sonderlich viel, hört sich nicht viel an, das große Aber, was damit gemacht wird, ist, dass es auch eine ganz neue Fähigkeit, ein neues System ist, das sind Vergiftung. Da werden Einheiten, die dadurch einen Schaden erlitten haben, werden mit einem Giftmarker belegt und die erhalten am Anfang jeder Schlachtrunde eine zusätzliche tödliche. Das nennt sich hier der Mond auf dem Stock. Aber um richtig geile Fähigkeitsnamen. Das ist das hier. Aber weißt du, was richtig cool ist? Da muss ich jetzt mal dir widersprechen. Das ist nicht nur Fernkampf, das ist auch Nahkampf. Richtig. Weil im Nahkampf kann er der Mond auf dem Stock auch. Ja, und da kann er wirklich fast, wenn er, vor allem du kannst ja die Attacken noch auftragen. Genau. Deswegen würde ich sagen, der geht eh nicht so aus dem Nahkampf, weil er schnell fallen kann. Hat man schon recht. Aber 6 Attacken, kannst du theoretisch 6 unterschiedliche Ziele nehmen. Und hoffen, dass du halt fast die ganze Armee mit Gift belegst, weil es einfach zusätzliche tödliche generiert. Man nimmst 3 Einheiten, je 2 Attacken und die kommen jetzt alle durch, sind 3 tödliche Wunden. Ende der Runde, mal 5. Knackt, geht hoch. Ja? 15 cool. Tödliche, die du noch zusätzlich machst. Ist nicht schlecht und die kostet nichts. Du musst einfach nur treffen, verwunden und. Und der Gegner muss nichts helfen. Nicht schlecht. Ja, der Skragoth. Der liefert. 220 Punkte. Fliegt kann schnell gehen, ist halt der Nachteil. Aber was ist der Nachteil? Schnell gehen kann, wenig Leben.
Prima safe, 6 Lebenspunkte, 4 im Wetter, ja. Aber ja, aber das Coole ist, da kommen wir noch später drauf, es gibt viele Zauber minus ein Hit. Du stellst dann so einen 60er Block, kriegst dann nochmal minus ein Hit, auf minus 2 auf den Fernkampf, dann kannst du schon im Fernkampf nicht mehr so schnell besiegen. Zaubern wird aufweichen, wenn er plus 2 auf den Zaubern kriegt. Eigentlich ist ein Pflichtkauf, kann man schon mal sagen. Ja. Wenn man den Kopf nicht mehr spielt, dieses Modell ist auf jeden Fall. Egal ob Trolle, Spinne, der Typ ist. Ja, allein, dass man halt für 220 Punkte 2 Zauber machen kann, ist halt schon sehr viel, weil sonst können das wenig Modelle, die so viel Punkte kosten. Ja. Also 220 Punkte kosten können eigentlich alle, wenn nur ein Zauber. Aber dafür ist er der Chef. Richtig. Die nächsten sind die Goobapalooza. Das ist der Name von den gesamten. Die haben natürlich jeder einen eigenen Namen. Kannst du mal kurz sagen, wie heißen es? Scaremonger, Brevgit, Spiker, Buckeleye. Und Shroomancer. Das Coole ist bei diesen fünf Helden, du musst sie zwar gemeinsam kaufen und kannst sie dann fünf separat spielen, also einzeln bewegen. Das Coole ist halt, der hat keinen Leader-Slot. Ja. Du zahlst keine fünf Leader, sondern es ist einfach nur eine Unit und du zahlst halt keinen Leader-Slot. Also überleg bei einem 1000-Punkte-Spiel, wo man drei Helden spielen kann oder vier, kriegt man fünf Helden für eine Einheit, die keinen Heldenslot belegt. Genau. Und es gibt ja zum Beispiel Battleplans im Journal's Handbook, dass du Missionsziele mit Helden einnehmen kannst. Jo. Stellst du die mal hin. Hast du noch ein bisschen mehr Optionen. Kann jeder zu einem hoppeln. Genau. Was kann man zu denen sagen? Also, sie haben jede Menge, gut, wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen ein, sonst würde das ein bisschen sprengen. Jeder hat wirklich gute Debuffs, die du den Gegner verteilen kannst, also wirklich den Gegner ein bisschen schwächen. Mit verschiedenen Minus ein Hit oder dass sie als letztes angreifen, so solche Sachen zum Beispiel. Und jeder bringt ein bisschen kleine Power in deine Armee. Weißt du, was die an Punkten kosten? Was halt richtig cool ist, dass 240. Jeder hat die Fähigkeit, also die haben wirklich alle nur hier 3 Leben, 6er Save, das hört sich nicht gut an. Aber in der ersten Schlachtrunde kriegen sie plus 2 auf den Schutzwurf, in der zweiten Schlachtrunde plus 1 auf den Schutzwurf. Das ist nicht schlecht. Und auf jeden Fall 2 von den 5 Modellen sind, wie gesagt, halt auch noch Zauberer. Kann man halt auch nochmal zu Gemüte führen. 240 Punkte. 5 Modelle, 2 davon sind auch Zauberer, die auch nochmal alles machen können, was normale Zauberer auch können. Jo. Ziemlich cool. Und was halt noch jeder machen kann, ist. Ach nee, das hatte ich ja schon gesagt. Ach doch, wenn sie 3 Zoll an einer Moonclan-Einheit stehen, also wirklich alle 5, kriegst du minus 1 Treffer auf den Fernkampf. Wenn du noch Lookouts hörst, haben die alle minus 2 Hit. Dann du schießt, sie, nicht mit du schießt sie im Fernkampf nur mit wirklich richtig Glück und Würfelglück weg. Ja. Oder ein Arcane Ball drauf, was über eine 10 ist und macht die 3 tödliche. Genau. Aber geil. Sowas. Nein, super. Auch ganz neues Konzept. Gab es vorher auch nicht. Mal 5 verschiedene Einheiten, Helden als einen Trupp zusammengelegt. Den Funkhold Cave Shaman, den genau, überspringe. Den kam in Malian Sorcery, da müssen wir nicht viel einsagen. Kennt ihr alle schon. Ja. Auch bei Shadespire gab es den schon. Okay, Loonboss, Mangler, Skrix ist das nächste. Okay. Den Mangler, Skrix gab es ja schon vorher. Jetzt haben sie noch gemacht, dass man einen Held drauf bauen kann. Und das ist der Loonboss. Loonboss ist einmal ein ganz normaler Goblin-Held, um das mal kurz zu sagen. Das ist eine Bezeichnung dafür. Einfach für ein Moon-Clan-Hero, der ganz normale. Der kann auf verschiedenen Sachen einfach sitzen, kann zu Fuß rumlaufen. Und hier sitzt er eben auf dem Mangler, Skrix. Das sind diese großen Skrix. Sehen auch ziemlich cool aus. Haben wir noch nicht, aber kommt bald. Befehlsfähigkeit, der hat halt eine Aura, wo er die Skricks bufft. Alle innerhalb von 18 Zoll? Ja, bekommen. Also man muss auch wirklich sagen, dass die ganzen neuen Fraktionen vollständig sind. Es gibt keinen Schnäbel mehr mit innerhalb, sondern wirklich vollständig, die komplette Einheit muss in der Aura, also in der Zollreichweite sein. Ist auch gut so, kennt man auch bei Nitron, der so ein bisschen dieses Positioning halt wichtig, dass man immer genau auch wirklich mit allen innerhalb ist und nicht irgendwie sich blöd positioniert hat, ist cool. Ja. Aber 18 Zoll ist auch eine große Bubble, also da geht schon. Das stimmt, damit kann man arbeiten. Und das ist auch keine schlechte Bubble, um das jetzt mal so zu sagen, weil die bekommen plus 1 auf Verwundungswürfe. Viele von denen haben beispielsweise einen To-Wund von 3 und dann hast du einen Zweier. Ein Zweier-Wund, ne? Nicht schlecht. Auf jeden Fall ist das eine reine Nahkampfeinheit. Die haut richtig Schaden raus. Vor allem kriegt sie noch, wenn sie Charge plus 1 auf dem Hit. Und dann geht's richtig los. Dann brennt. Also das ist eines der Modelle, ohne Scheiß, die kostet glaube ich 200-300 Punkte. Aber ja, das muss man wirklich als Kritikpunkt sagen. Sie kostet 300 Punkte. Hat 12 Leben und 4er Safe. Ne? Gibt Modelle, die sind für die Statistiken schnell vom Feld runter. Wirklich schnell. Das kann bei ihm auch sein. Das ist so ein bisschen das Kennen, also diese wie nennt man das denn? Ein bisschen diese Schwäche, sage ich mal so, der ganzen Armee. Der Safe-Wurf und die Bravery ist eine große Schwäche hier. Ja. Und die 12 Leben, die können auch mal schnell rausgesnipert, rausgefokust werden. Auf jeden Fall. Wenn der zuerst angecharged wird, der geht. Der geht relativ schnell. Ja.
Und es ist auch halt Ziel, bei den Skills ist halt Ziel viel Zufall. 3W6, das kann auch mal ganz schnell nur eine 4- oder 5er-Bewegung sein. Kann aber auch 15 mal sein oder 16. Also das kommt, das Spiel, was ist ja so schön, würfeln. Ja. Würfeln, würfeln, würfeln. Es bringt, manchmal bringt die Listen, es bringt alles nichts, wenn die Würfel nicht mitspielen. Aber wer gerade deswegen früher Goblins gespielt hat, weil das so viele zufällige Effekte hatte oder Zufallszahlen, der findet hier auch sich Daten ein bisschen wieder, weil die einfach extrem viele zufällige Effekte haben, wie beispielsweise Movement und auch andere Sachen. Ist aber schön, das ein bisschen hebt den Spaßfaktor, man kann nicht so gut damit planen. Ja. Auch wenn es jetzt ein 8er Charge ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber ist auch schwierig. Hm? Ja. Muss man auch mal einen 8er Move beispielsweise. Ja. Richtig. Der nächste ist der Loon-Boss. Zum Loon-Boss muss man sagen, man kriegt minus ein Hit, wenn man ihn angreift. Er hat auch eine richtig, richtig gute Command-Ability. Und zwar kann er als Command-Ability, dass ein unmodifizierter Verwundungswurf von 6 zusätzlich eine tödliche macht. Das kann man aber eine Einheit wählen. Genau, du kannst es nur den Grots geben, den großen Blöcken. Ich glaube, es gibt auch kleine Grots. Also sind die Squigs auch Moonklängen? Nee. Squigs, Herd, okay, wollte ich mal gucken? Nee, okay. Nee. Dann sind also die Stabbers und die Shooter, schätze ich mal. Sind das. Ach du Scheiße. Also, wenn man ein Verwundungswurf von 6 eine tödliche macht. Ja. Machen wir ein Beispiel, 30 Leute greifen an, 60 Hits und 10 extra Mortal Wounds. Nee, das ist nur der Verwundungswurf. Das relativiert das ein bisschen. Ja, aber ungefähr so. Auf die treffen nur auf die 5 plus, da bleibt noch nicht so viel hängen. Ja, aber es gibt ja verschiedene Fähigkeiten, wie du das besser machen kannst. Ja, ja. Noch. Also das könnt ihr euch zu vermuten, das ist sehr stark. Vor allem, er kostet 70 Punkte. Ich glaube, es gibt auch was, da kann man die Attacken verdoppeln. Ja, das habe ich jetzt schon mit einberechnet. Okay. Das brennt. Der große Nachteil, was man wirklich sagen muss, der richtig große Nachteil an dieser Figur ist, vollständig in 12 Zoll. Das heißt, der muss wirklich mit dem Nahkampf wirklich vorne mitmarschieren, um diese 12 Zoll. Vor allem musst du beim Peilen richtig gucken, dass du immer in 12 Zoll bist, um diese Sache zu geben, weil du musst es zu Beginn der Nahkampfphase ansagen. Ja? Ja, pass auf. Jetzt erzähl du weiter? Genau. Der Nachteil ist, da kommen wir wieder zu Skrakrot, du kriegst 24 Zoll Range, wenn er der General ist. Aber du nimmst meistens Skrakrot mit als General, damit du die Command-Abilities Punkte bekommst und das alles. Und die den Mond bewegen. Das ist für, der Loon-Boss ist für kleine Spieler eigentlich. Den Mond bewegen kannst du auch so, weil das auch nur ein Befehlspunkt ist. Aber damit er das generiert, muss der General sein. Ja? Genau. Also wenn, nein, nein. Den bewegen, da muss er der General sein. Ach, auch? Ja, der muss der General sein, um diese Command-Ability zu nutzen. Okay. Deswegen bei kleinen Spielen kann man den Loon-Boss mitnehmen für 70 Punkte als General. Also angenommen, wenn wir mit 1000 Punkte spielen, ein schönes, chilliges Spiel. Ist der richtig gut als General. Aber 12 Zoll geht auch. 12 Zoll geht. 12 vollständig? Voll, 12 ja, Zoll aber geht. Er muss mit nach vorne. Er muss ja dran kleben, muss hinten dran. Genau, er muss mitlaufen. Aber die 70 Punkte, die kann man auch in einer guten Schuss- oder Nahkampfphase auch ganz schnell rausholen, wenn man mal mit 10 oder vielleicht auch mehr tödlichen rechnen kann. Ne? Ja. Also, kann man nochmal sehen. Genau, den gleichen, den Loon-Boss gibt es auf den Giant Cave Squig. Den gab es vorher schon, ne? Den gab es schon vorher, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Zabax und Zabax gibt's. Shadespire. Ja, lassen wir mal außen vor. Der Madcap Shaman, da gibt es extra Relikte jetzt für den, ist ganz cool. Den, als Supporter kann man den mitnehmen, gab es aber auch schon vorher, müssen wir nicht drauf eingehen. Squighead das gleiche? Ja, Squigs gab es schon vorher, diese kleinen Squiggies, habe ich gestern auch wieder auf dem Turnier gespielt, da hat einer noch 6 Stück dabei gehabt. Und schon bevor die Goblins rausgekommen sind? Nee, da ist der Forge wird geplatzt, der große, und dann kommen kleine Squigs raus. War echt cool. Okay, ja. Cool. Dann kommen wir zu dem Loon-Boss auf Giant Cave Squig, den gab es auch schon vorher. Ja. Dann kommen wir Sneaky. Ganz kurz mal. Haben wir vergessen? Ach, guck mal, den gibt es zu Fu. Ja, ja, den Loon-Boss gibt es dreimal. Ach, das war ja früher der Scar-Snake-Mode. Genau. Okay, alles klar. Sneaky Snufflers. Sneaky Snufflers. Ist eine Support-Einheit. Mhm. Ist eine richtig gute Kombo mit dem Loon-Boss. Du kannst dir nämlich eine Einheit plus eine auf Attacke geben. Genau, dann hat man das Szenario. Ja, wie die, es geht, glaube ich, auch auf Fernkampfattacken. Oh, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Zu Beginn kannst du ansagen, dass diese einen Pilz erntet. Wenn du dieses tust, kannst du deine. Ist das wohl, ach so, ist das wohl niedriger als der Anzahl der Modelle? Okay, wenn du einen 60er Block spielst, bist du auf jeden Fall runter. Yep. Die sich vollständig auch um 12 sind. Addiere 1 zu den Attack-Wert. Das Krasse ist halt. Du kannst Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen, du kannst den stacken. Aber die Einheit kriegt dann 2W6 tödliche. Die Einheit? Ja. Oh. Du kannst den stacken, also du kannst dir mehrere Attacken geben, aber sie kriegen 2W6 tödliche. Uiuiuiui. Da sind die kleinen Goblins auch schnell weggerannt auch noch.
Ja, und wirklich der Nachteil eines Ligislaufs sind die vollständig in 12. Das muss man immer wieder sagen. Ja, weil das ist sehr nah. Sehr, sehr nahes Kuscheln ist sehr erforderlich, ja. Richtig. So, die nächsten sind die Fanatics. Oh. Das Fanatics kannte man vielleicht auch schon vorher, ne? Dass, genau. dass die Goblins sich immer so versteckt haben, hintereinander, zwischen den Reihen. Und früher war das so, dann ist der Gegner auf hier zugecharged und dann hat der Goblin-Spieler gesagt, nein, pass auf, da kommen Fanatics rausgeschossen. Das Szenario, bzw. der Grundgedanke ist der gleiche, man kann Fanatics verstecken in den Goblin-Einheiten, in den Shooters und Stubbers. Wichtig dabei ist aber, ihr könnt selber entscheiden, wann ihr rausgeht. Früher mussten die selber immer rauskommen, wenn man angecharged wird. Jetzt ist das, obliegt das einem selber, wann man die Fanatics aussenden möchte. Ist ziemlich cool, weil die Jungs haben es ganz schön drauf. Wie funktioniert das, Manuel? Das kannst du erklären. Das ist geil. Das ist eins der geilsten neuen Fähigkeiten, die Games Workshop rausgebracht hat. Folgendes Szenario: Ihr habt eine Goblin-Einheit mit 60 Stubbers beispielsweise, da befinden sich Fanatics drin. Und ihr dürft die aussenden und zwar bevor die Charge-Phase losgeht. Das heißt, in eurem eigenen Zug könnt ihr die dann einfach rausstellen. Die müssen in der Nähe aufgestellt werden von dem Block, wo sie drin waren. Und die können dann chargen. Die können aber auch in der gegnerischen Charge-Phase aufgestellt werden und sich theoretisch vor eurem Block positionieren. Nachteil, Fanatics, ein Lebenspunkt, 6 plus Safe, die halten nicht viel aus. Aber wenn die einmal zum Zuschlagen kommen, dann donnert es richtig. Mhm. Und die haben eine hohe Chance zuzuschlagen, weil sie dürfen immer, bevor die Nahkampfphase beginnt, attackieren. Als Erste. Ja, das ist einfach, wie früher gab es mal so ein Item bei Order, da kann man zuerst zuschlagen, das ist hier so ähnlich. Die dürfen, bevor die Nahkampfphase beginnt, einfach alle Fanatics zuschlagen. Egal, wer gerade irgendwo kämpft, alle Fanatics dürfen zuschlagen, danach fängt der normale Nahkampf erst an. Genau. Werden sie angecharged, dürfen sie als Erstes zuschlagen. Ihr seid dran, ihr charged, dürft als Erstes zuschlagen. Beispielsweise, ihr habt eine Einheit, mit der ihr einen Charge gemacht habt und die Fanatics. Das heißt, die Fanatics schlagen zu und danach darf eure andere Einheit zuschlagen, weil danach ist sie erst abwechselnd. Super Ding. Riesending, mit denen könnt ihr ordentlich Gas geben. Fünf Stück kosten, glaube ich, 140 Punkte. Ja. Einer von denen hat D6 Attacken. D6. Und die treffen auf die 4, verwunden auf die 3, haben Rend minus 2 und machen D3 Schaden. Also durchschnittlich gesehen, glaube ich, sind wir da mindestens bei 10 bis 12 Schaden, die verteilen, wenn man beim Gegner ausdenkt, dass der so ein 4er Safe hat oder sowas. Das sind die alten Fanatics. Jetzt gibt es noch neue Fanatics. Ihr könnt die Fanatics in zwei Varianten bauen. Genau. Das sind die alten, das sind diese mit diesen riesen Schleuderkegeln um einen rum. Loot Smasher Fanatics heißen sie jetzt. Genau. Es gibt aber auch neue Modelle. Spore Splatter Fanatics. Die haben Pilze bei sich. Richtig, wenn die Einheit vollständig in 12 Zoll ist, kann sie bloß eine Attacke jemandem geben. Ich hoffe, ich habe das mal richtig aufgeschrieben. Kann schon gut sein. Beginn der Heldenphase, wähle einen befreundete Mundenden, die sie vollständig. Ach, sogar mit dieser Fähigkeit. Die kommen raus, stellen sich hin und geben der Einheit, beispielsweise die gecharged ist, plus eine Attacke. Gleiches Szenario wie eben: der Lumus ist dabei, Starbars sind dabei, nochmal eine Attacke mehr. Ja. Das Schöne ist, alle in 12 Zoll, lese ich gerade. Alle innerhalb von 12 Zoll. Und alle Moonclan-Crot, ne, sind Stubbers oder Shooters nur. Genau, sie sind sichtbar. Sie sind sichtbar. Ne? Richtig geil, ja. Die stellen sich vorne Einheit auf und wenn man durch die durchgucken möchte, geht das nicht. Ne? Die ist einfach wie so ein Geländeteil, was Sichtfeld blockiert. Richtig cool, das machen die wahrscheinlich irgendwie, weil die mit den Pilzen so rumwirbeln. Was man als Beispiel nehmen kann, ist zum Beispiel Scarcotch, lässt laufen mit den dreien davor und du kannst ihn schon nicht mehr anschießen. Aber dafür werden sie recht teuer. Also die sind auch. Ja, das ist ein Kritikpunkt, kosten 5 Stück 120 Punkte. Genau. Und haben wieder auch nur 6er Safe, 1 Lebenspunkt, gehen schnell. Jo. Kurzer Akkuwechsel. Akku war leider alle. Nicht leider, wir haben noch ein paar. Als nächstes sind dran die Stubbers und Shooters. Das sind die Grots. Genau, die Standardeinheiten, Kerneinheiten sind die einzigen, die immer Battleline sein können. Andere können, wenn beispielsweise andere Modelle generell sind, können die Battleline werden. Stubbers, Shooters, immer Battleline. Profilwerte, können wir ehrlich sein, da gibt es jetzt erstmal nichts, was einen groß verwundert. Was sie neu gemacht haben, ist, dass die jetzt klar definiert sagen, bei 20 Leuten ist einer der Gongschläger. Das stand auch vorher, glaube ich, nirgendwo drin. Einer ist der Trommler, einer ist der Standartenträger bei 20 Modellen. Klug vor, bei einer kann das sein, einer von je vier Modellen sieht mit zwei Glocken anders aus wie der dritte. Genau, und es ist auch klar definiert, wie viele Netze. Diese Netze geben minus ein Hit im Nahkampf, da musst du wirklich gucken, welches Modell ist an den Netzen dran, dass du minus ein Hit im Nahkampf hast. Also es muss dann separat gewürfelt werden. Ja. Dann guckt man genau, wenn die in der ersten Reihe Netze stehen, muss man halt genau messen, auch welche sind davon betroffen. Aber so ein bisschen realistischer, ne? Nicht die ganze Einheit bekommt der Nachteil, sondern nur die halt bei den Netzen stehen. Was man noch vielleicht, Es gibt es bei beiden, also ich wollte das nur allgemein sagen, es betrifft Stubbers und Shooters.
haben beides nämlich Netze. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass die Speere, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, dass die aus der dritten Reihe angreifen können, ne? Die haben kleine Bases, die Speere haben Range 2 und der Durchmesser der kleinen Bases ist ungefähr genau, ich glaube 0,999. Hat Games Workshop clever gemacht, wird auch so gespielt, ist wirklich so. Weil bei kleinen Bases konnte man mit einer 1 Zoll Waffe schon immer aus dem zweiten Tier attackieren, weil es genau 1 Zoll ist. Und wenn man eine 2-Zoll-Waffe hat und man würde wirklich die Bases miteinander kuscheln lassen, dann kann man aus dem dritten Glied auch mit attackieren. Hat man 10 Stück in der ersten Reihe stehen und 2 dahinter, sind dann 30 Stück, die zuschlagen könnten. Mal 2 mit den Attacken. Ja, da sind wir bei den 60, was ich vorhin gesagt habe. Sind wir bei den 60. Zum Beispiel, was auch richtig gut ist, und das haben sie endlich verbessert, die Fernkämpfer bekommen einen Massenbonus. Das hatten die vorher nicht. Die bekommen jetzt, wenn sie 15 Modelle sind, plus 1 auf Hit. Jo. Brauchen sie auch unbedingt, weil mit 5-5 sonst Hit und Wund kommt man da nicht so weit. Nee, das finde ich aber super, dass sie das endlich mal eingebaut haben. Die bekommen aber sogar auch einen Bonus auf Nahkampfattacken, ne? Genau, das, wie die Star Wars bekommen das auch die Shooters im Nahkampf. Ja. Aber ist cool. Wollen wir auf jeden Fall auch mal im Schlachtfeld mal sehen, wie er so, sich so ein 60er Goblin-Pfeilhagel macht. Finde ich ziemlich cool. Squig Hoppers. Gibt es auch in 2 Bauweisen, Squig Hoppers und Boeing World Bounders. Genau. Das Witzige ist, die werden in 5er Truppen gespielt und in einer Box befinden sich 10. Das heißt, man kann sich schon entweder 2 Squig Hoppers machen, 2 Boeing World Bounders oder macht sich von beiden jeweils 5. Weil der Vorteil ist, die Bounders hauen viel mehr rein, sind ein bisschen stärker vom Profilwerten. Aber die Hoppers können, wenn ein General auf dem Squig sitzt, können die Battleline sein. Deswegen ist es cool, wenn man sich so ein Päckchen holt. Oh. Dann hat man da eine kleine Variante, wie man die zusammenbauen möchte. Ziemlich cool. Hoppers. Muss ein Loonboss auf einen Squig sein? Also das heißt, muss nicht Loonboss sein. Es kann irgendein General sein, der auf dem Squig sitzt. Auch auf dem Mangler Squig? Ja. Cool. Ja, da hört ihr schon ein paar Kombis, was man machen kann. Die Hoppers. Hat ja schon so 2 Stunden zum Lesen. Ja, die Hoppers, wenn die Einheiten überspringen, verteilen sie Model Wounds. Mhm, machen beide, glaube ich. Auch machen die anderen auch? Ne, die anderen machen das, wenn sie. Doch, beide machen das. Ne, die machen das nicht. Die machen das Charge. Achso, die machen das nach dem. Ja, genau. Die Hoppers machen das, wenn sie überspringen. Die Bounders machen das, wenn sie anchargen. Genau. Dann würfelt man Würfel für. Jede 4 plus eine tödliche und zwar für die Anzahl der Modelle, die man hat. Ne? Machen wir 10 Hoppers ein. Bewegen sich über einen drüber, fliegen dann drüber, würfeln 10 Würfel. Jede 4 plus eine tödliche. Ja. Das kann schon, kann was bringen. Ja, die Bounders kriegen, wenn sie chargen, plus einen auf Wound War mit den Lanzen. Mhm. Und was man sagen kann, oder was wieder der Nachteil ist, die, oder besser, oh, das habe ich jetzt gerade live gesehen, cool. Die Hoppers haben 3 W6 Move, mhm. Die Bounders nur 2 W6. Genau. Es gibt ein Battalion, kommen wir später noch, da kannst du den Move rerollen. Sehr, könnte sehr nützlich sein. Ne? Gerade auch bei so einem 3 W6, haben wir eben gesagt, kann man nochmal blöd würfeln, was einem wirklich nicht viel bringt. Aber wenn wir es rerollen können, wäre das cool. Nochmal kurz auf die Taktik zurückgegangen, auf diesen Manglers Quick, der diese Bubble verteilt, 18 Zoll auf, was dann auch plus 1 auf Wund gibt. Wir sind bei den Boycott Bunders, die chargen, kriegen plus 1 auf den Bund, die kriegen durch die Command-Befehlsfähigkeit noch plus 1 auf Wund. Dann haben die jeweils... Kombo noch, genau, Sneaky Snufflers noch drauf. Eine Attacke mehr. Run and Charge durch den Mond. Genau, 8 Attacken. 2 Attacken pro Modell. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 8 gerichtet bin. Dann haben wir 3 Attacken, ja, haben wir aber nur eine 5er Truppe, haben wir 15. 15 Attacken auf die 4, auf die 2, Rent minus 1, 1 Schaden. Ja. Und nochmal tödliche durch Uncharge. Da geht was. Da kann was gehen. Die kosten auch nur, glaube ich, 140 Punkte. Ist nicht viel. Ja. Oh, die kosten viel weniger, die kosten 100. Oh. Die Hoppers kosten 90 und die Bunders kosten 100. 100 Punkte. Mhm. Für eine reine Squig-Armee ist das natürlich... Geil, oder? Ich liebe Squigs. Ich nicht. Aber egal. Hat nichts für mein Problem zu tun. Manu mag mehr die Trolle, ich mag mehr die Squigs. Richtig. Mangler Squigs, haben das wir das? Das kann sich aber schnell ändern. Wie immer. Manu mag immer die großen Modelle, ich mag immer die kleinen. Wie sehe ich jetzt? Das wusste ich gar nicht. Manu mag mehr die starken, ich die schwachen. Ja, ja. Turnierspieler, Freizeitspieler. Mhm. Mangler Squigs. Mangler Squigs hat sich nichts geändert, ist ohne den Loomboss. Brauchen wir nicht weitergehen. Dann kommen die neue Gattung. Ja, da gehen wir aber erstmal nicht drauf an. Okay, die machen wir. Wir wollen was vorweggreifen, genau. Richtig, kommen wir zu den Spells. Ja, haben wir haben ja kurz gerade über alle Goblins gesprochen. Goblins mit Squigs und, sag mal, die haben wir jetzt mal so in eine Fraktion mal gepackt, in die Moon Clans mit Squigs zusammen. Und die sind sehr zauberlastig. Und richtig. Da gibt es ein paar coole Fähigkeiten, um das ein bisschen rauszuholen, Manuel. Was gibt's denn da? Genau, ich habe jetzt mal 2 rausgesucht.
Das gibt quasi sowas wie ein altes arkanes Geschoss. Hat nur 12 Zoll Range, aber macht D3 tödliche. Ist gar nicht so schlecht. Also nur mal kurz dazu. Insgesamt, es gibt wieder diese Lehren, die kennt ihr schon alle, wenn man eigene Battletrons hat. Es gibt hier zwei Lehren, einmal diese Moonclan-Lehre und einmal die Spiderfang-Zauberlehre. Ne? Wenn ihr einen Moonclan-Zauber habt, darf er sich 41 einen Zauber aus dieser Lehre rausnehmen, den er dann casten kann. Es gibt 6 Stück. Ist nicht so viel, wenn man sehr viele Moonclans nur spielt. Hier 6 Zauber hat man schnell weg. Aber das ist eigentlich immer ein cooler Bonus, so eine speziellen Zauber eben von der Moonclan-Lehre zu nehmen. Genau. Genau. Arcanes Geschoss. Also wie so ein altes Arcanes, ein altes. Altes. Ein altes. Tödliche. Ja, hat 12 Zoll Range, aber... Und funktioniert auch auf die 5, so wie das halt früher auch einfach war. Ja. Und was besonders mir richtig gut gefällt, ist der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ganz kurz, muss ich mal was tun. Das ist das hier, juckendes Ärgernis. Richtig. Übrigens sind die Bezeichnungen, die Titel dieser ganzen Fähigkeiten, Einheiten, Waffen, so immer richtig geil. Das ist auch mein Favorite. Das ist ein Favorite? Ja, das ist ein richtig geiler Zauber. Das ist ein Debuff für den Gegner. Wie funktioniert der, Manuel? Geht der Zauber durch, wird nicht gebannt, wählst du eine Einheit innerhalb von 18 Zoll und die darf in der Nahkampfphase als letztes angreifen. Richtig geil. Du chargst jemanden an und bist mit 3 auf eine Einheit drauf und du willst, dass unbedingt die 3 den einen killen, wählst ihn aus und dann kämpft er als allerletztes. Ja. Der kämpft als allerletztes. So, der hat nicht die Chance, einmal vorher irgendwie auszuteilen. Sehr manchmal, stark. Manchmal lesen sich Sachen nicht so stark, weil man, es kommt aber in manchen Situationen, kann das Gold wert sein. Richtig. Oh, Generalseigenschaften bin ich gar nicht eingegangen, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist richtig geil. Brauchen wir nicht immer genau machen, können wir nochmal gucken, wenn wir noch ein bisschen nochmal drauf eingehen. Wir haben es ja selber noch nicht gespielt. Wie gesagt, das Battletop ist gestern rausgekommen. Es gab zwar schon immer ein paar Gerüchte, ein paar offizielle Sachen, die man ja so gesehen hat, aber wir gehen da jetzt erstmal auch nur durchs Buch. Es gibt aber insgesamt, wenn man sich das mal überlegt, 4 verschiedene Tabellen für die Generalseigenschaften. Und zwar ist ein General ein Loon-Boss, ist ein General ein Moonclan-Zauber, ist ein General ein Scuttle-Boss oder ein Denkhold-Chalkout-Held, also ein Troll. Dann hast du, egal bei welcher Gattung, 6 unterschiedliche Möglichkeiten, den Command-Ability aus, Generalseigenschaft auszusuchen. Super viel Auswahl. Wirklich ganz, ganz viel. Ja. Egal, wo du den General hernimmst, darfst du dir eins von diesen 6 aussuchen, ist richtig gut. Sind zwar Standardsachen dabei, wie Wundwert des Generals erhöhen, sowas haben öfters welche, aber es gibt auch bei Schamanen beispielsweise das hier, du kannst noch einen zusätzlichen Zauber machen, du bekommst in der ersten Schlachtrunde noch einen zusätzlichen Befehlspunkt. Das sind Sachen, die sind einfach richtig geil. Du kannst auch machen, irgendein Zauberer, der, wenn er von dem Effekt vom Mond betroffen ist, dann bekommst du 2 auf die Zauberwürfe dazu anstelle von einem. Das ist schon, Jo, da geht was. Lässt sich coole Sachen mitmachen. Jetzt habe ich noch mal was aufgeschrieben bei den Relikten. Relikte haben wir, es gibt auch Artefakte der Macht und hier ist genau das gleiche. Es gibt auch wieder diese 4 Gattungen, ne? Ja. Loon-Boss, Moonclan, Spider-Fang und Trolle. Richtig, jetzt gehen wir kurz auf die Artefakte ein für die Madcap, Shaman. Und zwar habe ich mir da 2 aufgeschrieben, da kannst du zum Beispiel machen, dass der Trigger minus 1 Hit ging, wenn du ihn angreifst, bekommst. Mhm. Das ist ganz nett. Oder zum Beispiel, dass du plus 1 auf Zaubern und Wannen bekommst, wenn ein feindlicher Wizard in 12 Zoll ist und du würdest, glaube ich, noch zusätzlich einen Zauber bekommen, plus einen auf Zauber bekommen und bannen, wenn der Hero ein Artefakt in 12 Zoll hat. Das Geile ist sogar, du kriegst das für jeden Zauberer. Genau. Ja, befinden sich 3 Zauber in deiner Nähe, bekommst du plus 3 auf Zaubern, plus 3 auf Bannen. Ja, und wenn dann noch zusätzlich ein Held ist, noch der ein Artefakt hat, kriegst du zusätzlich noch. Befinden sich 3 Helden in deiner Nähe, einer hat ein Artefakt, dann brennst du plus 4 auf beides. Wenn du nur noch unendlich viele bannen können, dann geht's richtig voran. Mächtig, mächtig. Yep. Trolle und Spinne kommen wir nachher nochmal zu. Jawohl. Nochmal separat. Als nächstes haben wir die Endless Spells. Genau, davon gibt es nämlich 4. 4 neue Endless Spells haben wir hier dabei. Das nicht. Die haben wir schon zusammengebaut. Ja, oh. Uiuiui, weil die für den ersten Battle Report schnell dabei sein müssen. Ich hole sie mal schnell. Es gibt 4 Stück. Und die sind... Also, ich weiß nicht, ob ihr schon von anderen mal welche gespielt habt. Es gibt da bei allen neuen Fraktionen wie Nighthound, auch Stormcast und so weiter, die haben alle unterschiedliche eigene Endless Spells. Bei den Goblins erstens cool, nicht nur wegen der überragenden Optik. Beispielsweise hast du gerade das schönste Modell rausgesucht. Das fangen wir mal mit dem Mond. Das ist jetzt noch nicht angesprayt, das ist ein Mond. Und zwar ist das ein räuberischer Endlosszauber. Ja, ich habe noch was drüber aufgeschrieben können. Sehr gerne. Cool. Wenn der Mond sich über die Einheit hinweg bewegt, darfst du auf die 2 plus D3 tödliche verteilen. Das geht pro Einheit, oder? Ja, ich glaube pro Einheit. Mhm. Ist gut, dass du auch vorbereitet bist. Sehr gut. Das geht pro Einheit. Bewegt er sich über 3 Einheiten drüber, rappelt's im Karton. Richtig. Wenn auf die 2 plus musst du noch testen. Ja. Aber gut. Das schaffst du mal. Paddy, kennst du das ja, auf die 2 plus. Bei den Fantahack-Tasks
Funktioniert auch nicht immer. Hier, der hat noch eins gar nicht auf dem Würfel drauf. Weil der ging jetzt immer nur ab 3 plus jetzt los. Deswegen gewinnt er jedes Turnier. Ja. dann kriegen die Zauberer, wenn sie 9 Zoll Reichweite sind von dem Mond, minus 1 auf Zaubern, sind sie 3 Zoll dann minus 2 auf Zaubern. Geil, oder? Kann man mitarbeiten. Ja. Ist immer ja noch, ne, kennt das ja mit Enderspells, sie bewegen sich, wenn es einmal gezaubert, direkt. Und dann immer am Beginn der nächsten Schlachtrunde darf den der Spieler bewegen, der als zweites seinen Zug hat. Ne? Also dann kann man das natürlich dann auch zu seinen Gunsten als verteidigender Spieler, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen als Vorteil ausnutzen und ihn dann einfach wegbewegen. Ne? Ja, falls man den Doppelturn bekommt. Kommen wir als nächstes zum kleinen Pilz. Mhm. Das ist Morgs Mighty Mushroom. Das ist mein Favorite. Der sieht geil aus, oder? Ja, das ist der Haupt. Also, das ist mein Schätzchen, ohne Scheiß. Optisch also, oder spielerisch? Spielerisch. Achso, optisch. Spielerisch. Ich bin Optiktyp. Das Ding ist ein Massenvernichter. Ja, das ist ein Massenvernichter. Also, der reißt große Blöcke. Wichtig ist, es ist kein räuberischer Endlosssau, der bewegt sich nicht. Genau. Der hat aber eine Bewegung, jetzt halte ich fest: 6W6. Wer Zufall mag, der soll Goblin spielen, 6W6. Ja. Minimal 6, maximal 36. Da geht was. Ja, und wenn du dann den stellst, guckst du, wie viele Einheiten dran sind, in 8 Zoll um den Pilz. Und dann würfelst du für jedes Modell von der Einheit, was in 8 Zoll von dem Pilz ist, einen Würfel und auf die 5 plus gibt es eine tödliche. 30er Block ist drin. Ist das die Einheit betroffen? Das sind nicht der Umkreis der Modelle betroffen, sondern wenn eine Einheit drin ist, musst du für jedes Modell in der Einheit testen. Nee. Nee? Nee, das Modell, was in 8 Zoll drin ist, kannst du nochmal gerne sagen. Mhm. Wirf für jede von den mutierenden Sporen umgebende Einheit so viele Würfel, wie sich Modelle der Einheit innerhalb von. Ah, in der Tat, ja. Du hast recht, gut. Das wäre noch heftiger sonst. Ja, das wäre zu heftig. Ja. Das wäre ein bisschen zu. Also misst man einfach innerhalb von 8 Zoll jedes Modell, was sich innerhalb von 8 Zoll befindet, auf die 5 plus gibt eine tödliche. Einheiten spielen eigentlich gar keine Rolle. Das heißt aber so ein Mushroom, der wird reingesetzt mit riesen Pilz. Und der verteilt auf die 5 plus immer eine tödliche, nachdem er aufgestellt wurde und zu Beginn jeder neuen Schlachtrunde erneut. Er kann aber allerdings nicht bewegt werden. Ja, genau. Aber was machst du? Du löst ihn auf und holst ihn mit einem anderen Zauber wieder rein. Stellst ihn neu. Ja. 8 Zoll. Man muss sich überlegen, 8 Zoll hört sich immer nicht so viel, aber es geht 8 Zoll ja in alle Richtungen. Ne? Ja. Wenn man gut positioniert, können einige Armeen oder Einheiten drin stehen. Heftig. Gerade Massenarmeen haben da ein super Problem. Heftig, heftig. Als nächstes haben wir den Kessel. Den kleinen Spinnenkessel. Scrubs, Scuttles, Archrachanakaldron. Ja, einfach schwerer links nicht. Ich dachte schon, Latein wäre schwierig. Ja. Da musst du mir gleich mal helfen, da habe ich eine selber nicht verstanden. Da musst du mir gleich mal ein bisschen helfen. Yep. Auf jeden Fall kriegt der Zauberer, der das beschwört, plus einen auf Zaubern und Bann. Und er lernt die ganzen Lehren des Moonclans. Ja. Also er hat alle 6 Zauber zur Verfügung. Genau. Nicht schlecht. Und jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Bei was? Den Nachteil. Weil es bekommt eine Einheit, glaube ich, die in 3 Zoll dran steht, W3 tödliche. Yep. Es steht keine andere feindliche Einheit, kriegt das ja selber. Yep. Und das wird aufgelöst. Jo, und das Ding bewegt sich ja mit, ne? Mit dem Held. Nein, es bewegt sich nicht. Es bleibt stehen. Yep. Okay. Das bleibt stehen. Und du bekommst nicht nur alle Zauber, sondern du kriegst auch noch plus 1 auf Zauber und Bann. Das habe ich gesagt. Achso, Entschuldigung. Alles gut. Ja. Jo. Kann man mitarbeiten, ist ganz spaßig. Kostet aber auch 50 Punkte, ne? Ja, das ist ein Lückenfüller. Kannst auch so ein Command Point oder das Ding. Ein plus 1 auf Zauber, alle Zauber kennen. Muss man halt immer genau kurz auf die Moonclan-Zauber gehen, inwieweit die alle sehr unterschiedlich sind. Ne? Weil die, ob die auch wirklich, sagen wir mal, alle in sehr unterschiedlichen Situationen gebraucht werden können. Ansonsten kann man sich sowas mega geil auch für ein Turnier vorstellen können, wenn man so eine allgemeine Armee eben braucht, damit man auf viele verschiedene Situationen gut reagieren kann, hat man da sehr viel Flexibilität. Als nächstes, das letzte. Das ist Scuttletide. Ja, Scuttletide. Da kriegen alle Spider-Fang-Zauberer plus einen auf den Cast. Mhm. Und wenn er sich aufgestellt oder bewegt hat, darfst du eine Einheit würfeln, Einheit wählen und 6 würfeln und auf die 5 plus kriegen sie eine tödliche. Ja. Stimmt das? Ist auch ein räuberischer Zauber, genau. Der wird auch weiterhin immer bewegt. Genau. 6 Zoll. Und jede Bewegung oder Charge, wenn die Einheit in 6 Zoll an dem Teil ist, werden wieder 5 Würfel gewürfelt und eine Mortal Wound gibt es damit. Also wenn deine Spider-Fang-Einheit jetzt in die Charge beendet hat. Ja. Oder andere Einheiten. Oder andere. Mhm. Jede Bewegung oder Charge, die sich in 6 Zoll da beendet hat. Ja. Dann werden 6 Würfel gewürfelt, auf die 5 plus eine tödliche. Ja.
nice to have. Ist nicht schlecht. Das Coole ist halt daran, das muss man muss das auch mal alles ja in Relation sehen. Ne? Der kostet nur 30 Punkte. Und 30 Punkte, und wenn man ihn gut positioniert, kann man damit auch tödlich verteilen. Ne? Ist immer ganz schön, solche Anti-Spells mit reinzunehmen. Gerade, wenn man aber kurz das Szenario zurückdenkt, dass wir viele Zauberer haben und die Zauberlehre nicht so viele verschiedene Zauber gibt, ist es hier vielleicht deutlich ratsam, auch mal Anti-Spells mit reinzunehmen, weil man einfach andere Varianten hat, weil jeder Zauber nur einmal gemacht werden kann, tödliche Wunden zu verteilen. Ne? Wenn man beispielsweise mal einfach hier was 10 Zauber machen kann, was ja wirklich ja jetzt keine Unwahrscheinlichkeit hat, dann hat man eben nochmal einfach neue Möglichkeiten, tödlich zu verteilen. Richtig. Als nächstes haben wir die Bataillone. Jawohl. Können wir mal kurz zeigen. Der Aufbau ist seit AOS 2.0 ein bisschen anders von den Bataillonen. Sind hübscher geworden. Genau. Es gibt meistens immer ein großes Bataillon und 3 kleine. Genau. Das hier ist beispielsweise das große. Ist das bei Nighthound auch so? Ich weiß es gar nicht. Bei Nighthound ist das auf keinen Fall so. Okay. Es gibt aber auch noch andere kleine. Ne? Die sehen jetzt hier auf der Seite so abgelöst. Es gibt auch noch ganz normale Bataillone, die kommen danach. Genau, für Spinnen, für Trolle, für Squigs. Genau. Also, oder ganz normale Moonclan. Yep. So ist es aufgeteilt. Ziemlich cool. Wir hatten gerade die Moonclan gezeigt und so geht das halt weiter auf den anderen Seiten auch. Genau, wir können ja mal ich habe mal 3 rausgesucht. Da gibt es einmal die Skullmob Horde. Und zwar, die kostet die 160 Punkte. Und da darf man einmal pro Spiel eine komplette Einheit wiederholen, statt nicht nur die Hälfte. Was das zu bedeuten hat, kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Kostet 160 Punkte, ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man Star Wars und Shooter spielt. Also das kann der Schrein, da kommen wir gleich zu. Ja. Genau. Der kann eine Hälfte wiederholen über das Bataillon, um das zu erklären, das Ganze. Sehr gut. Dann habe ich als nächstes die Trollhorde. Die Trollhorde, wenn man reine Trolle spielt, mit vielleicht noch als Option mit Riesen, ist jeder Verwundungswurf von 6 nochmal plus 1 auf den Damage-Wurf. Also auf den Damage-Schaden. Also Damage erhöht sich um 1. Und was wir vorhin schon angesprochen haben, für 140 Punkte, wenn man eine Squig-Armee spielt, könnte man die Bewegung rerollen. Das ist cool, das ist auch nicht schlecht. Also die Punkte, ich weiß nicht, ob ihr Bataillone ja schon oft gespielt habt, Punkte sind bei Bataillone, finde ich persönlich, immer recht teuer. Ja. Das heißt, die lohnen sich meistens so erst, ich sag mal echt ab 1750, 2000, 1500, wenn es wirklich sehr, sehr gut ist. Ja. Alles, was kleinere Spiele angeht, sind die Punkte nicht wert. Aber man muss eben immer noch dazu bewerten, ein Bataillon liest sich schwer, 140 Punkte meistens oder irgendwie sowas im Dreh. Aber man bekommt ja auch noch ein Item dazu. Man kann auch und eins von den Items nehmen und? Man kriegt ja quasi 50 und Punkte. Punkte. Genau. Man muss und das man kann ja, wenn man das wirklich, ich weiß nicht, ob man das so rechnen kann, dass man minus 50 Punkte da rechnen kann. Geht könnte nicht? Man, weil theoretisch, wenn man 50 Punkte freilässt, generiert man einen zusätzlichen Common Point. Wenn man ein Bataillon spielt, kriegt man einen zusätzlichen. Also muss man theoretisch von diesen ganzen Punkten, neben den ganzen Fähigkeiten, noch ein zusätzliches Item und 50 Punkte für einen zusätzlichen Common Point. Theoretisch kann man auch abziehen. Das macht, relativiert das dann alles so ein bisschen. Aber dieser ganze Hintergrund muss man betrachten. Gerade weil die Auswahl der Items auch noch so riesig ist, kann man nochmal überlegen. Right. So, das war vom Moonclan. Moonclan ist durch. Kommen wir zu den Spinnen. Jawohl. Spinnen, ne? Spinnen gab es schon vorher. Genau. Spiderfang, Crotz. Man muss wirklich sagen, Spinnen allgemein ist Mortal Wounds Output immens. Du spielst die wirklich auf Mortal Wounds. Ja. Nur Vollgas, Mortal Wounds, Mortal Wounds, Mortal Wounds. Und man muss auch sagen, zur Spielweise, du spielst sie aggressiv. Das ist kein Defensivspiel, du gehst einfach nur nach vorne, Gas, du spielst aggressiv, du willst den Gegner unter Druck setzen. Wenn man das mag, bist du bei den Spinnen richtig. Aber deswegen ist das auch beliebt. Genau, bist du bei den Spinnen richtig. Und man muss auch wirklich sagen, alle Spinnen ignorieren Gelände. Sie können nicht fliegen, aber sie können sich über Gelände drüber bewegen, als ob es nicht existieren würde. Und das ist mal eine wichtige Info. Fliegen bedeutet, man kann über andere Einheiten fliegen. Spinnen können das nicht, aber sie können sich über Gelände bewegen. Sie ignorieren das Gelände. Genau. Quasi. Mhm. Mega gut. Runtergehen. Und wer mag, schnell und einfach effektiv zu sein, auf Tödliche zu verteilen, auf die 5 und 20 Würfel werfen, davon sind 8 Tödliche. Also es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, auch wenn es jetzt noch kein Battletom hatte, bis dato, weil die wurden auch früher schon mal gerne auf Fun Games, auch Turnieren so gespielt. Wenn man viele Spinnen halt gespielt hat, die haben schon vorher gehabt. Ja, das stimmt. Man muss auch wirklich sagen, dass sie jetzt, was sie verbessert haben, ist mit dem Mond. Damit gehen sie mehr ab. Ja. Und die Bewegung, du kannst plus 2 Bewegungen durch ein Bataillon auch kriegen. Mhm. Also schnell Rinder, alles wegmoschen und weitermachen. Genau. Mal kurz zum Listenbau. Bei den Spinnen kann man zum Beispiel auch mal den Loon King. Dreimal die Skrückherde als Battleline als billigsten und den Rest nur Spinnen. Man könnte aber auch einen General als Spinnen-Kerl nehmen. Das ist die Arachnorok. Kann man auch einen General dort nehmen. Da werden die Spider Riders auch selber Battleline. Also wenn man möchte, kann man das natürlich so machen. Man kann aber auch eine reine Spinnenarmee machen. Man ist gar nicht mehr auf andere Fraktionen gebunden. Man kann jede Armee
egal ob Spider, egal ob Trolle, egal ob Squicks, auch reinspielen, weil jeweils eine davon wird auch Battleline. Das heißt, man ist gar nicht gebunden, Goblins, sage ich jetzt mal, zu spielen, sondern man kann auch rein Squicks spielen, rein nur Spider. Richtig. Das ist cool. Was sie auch neu gemacht haben bei den Spinnen, bei der großen Spinne, gab es früher, glaube ich, nur eine Einzelspinne und einmal mit einem Schaman. Jetzt gibt es 4 verschiedene Versionen. Von der großen, ne? Ja, 4 verschiedene Versionen. Ich habe es jetzt einfach mal Schamanen-Version genannt. Die Schamanen-Version kriegt den Zauberern 12 Zoll, einen auf den Cast. Wenn die der General ist, geben der vollständig in 24 Riesenrange plus 2 auf den Bravery. Mhm. Ist auf jeden Fall gut. Alle Spinnen machen beim Hitwurf von 6 plus sofort D3 tödliche Wunden. Mit den, also mit der Spinne, glaube ich, ist das. Und was halt richtig krass ist, du hast halt einen Spell, den gab es früher auch schon. Du kannst damit auf eine Einheit wählen, dass sie doppelten, also dass sie nicht eine Model Wound macht, sondern 2 Model Wounds. Schon eine, ja genau. Genau. Hm. Ich weiß nicht, ob es das ja schon vorher gab, das habe ich aber jetzt mal aufgeschrieben. Auf die 10 plus, wenn du den Zauber schaffst, dürfen sie D3 Einheiten wählen, die das machen. Das gab es vorher auf keinen Fall. Das gab's nicht. Das ist ja dieser neue, cool. Früher gab es totale Magie, wenn du 2 Sechsen würfelst, das haben die jetzt so ein bisschen umgeändert. Und immer wenn du auf die 10 irgendwas würfelst, bei manchen Zaubern, dass sie dann besondere Effekte bekommen. Ist ziemlich cool. Arcane Ball beispielsweise als Grundzauber, bei dem ist das ja auch schon so.